Sommer, Sonne, schönes Wetter. Ja, das heißt Flohmarkt. Und ja, ich war mit meinem Bruder wieder auf einem Flohmarkt heute. Wir haben ein bisschen was gefunden, ja, kann man so sagen. Und was das ist, ja, das seht ihr gleich. Also heute war das wirklich wieder richtig schönes Wetter, aber auch heiß. Also ich musste mir echt noch eine Mütze aufsetzen, also ein Cap, weil sonst kriegt man Sonnenbrand. Und die Sonne war wirklich drückend, 28 Grad, also das ist Wahnsinn, das hier im Norden. Und wir haben einen schönen Flohmarkt besucht, den haben wir jetzt schon einmal dieses Jahr besucht. Das ist auch ein größerer, der ist auf einem großen, ja, Möbelhaus-Flohmarkt. Und wir haben jetzt gut, wir waren vom 7 bis 12, also gut 5 Stunden sind wir drüber gegangen. Ja, aber trotzdem ist man noch zu spät, wenn man wirklich richtige Schnapper machen will, weil die sind schon ab 4 Uhr in Gange, da manche Leute, das ist Wahnsinn. Na, jedenfalls, ich habe mir jetzt, weil es so warm ist, auch was zu trinken geholt, damit ich mich nicht verschlucke, wenn ich eine trockene Kehle kriege vom ganzen Reden. Na, jedenfalls, unabhängig davon, ja, hatten wir unseren Spaß, haben unsere Nachbarn getroffen, die dort verkauft haben. Ich grüße euch an dieser Stelle. Ja, war sehr amüsant, wenn die plötzlich Hallo Nachbarn rufen und war schon sehr lustig. Ja, und ansonsten haben wir von allem etwas gefunden, wirklich von Retro über ein paar Toys, aber nicht jetzt in dieser Masse, aber auch von jedem etwas, ne? So ein bisschen Games und so weiter, da komme ich, versuche ich mit zum Schluss, ein paar Filme und ja, ich denke, ich fange ein bisschen an mit den Toys, die ich gefunden habe. Und zwar fange ich an mit zwei Bulliland-Figuren. Die habe ich in der Kiste grabbelt gefunden, habe ich mir sie in die Hand genommen, gefragt, was sollen sie kosten. Dann hörte ich nur 1 Euro. Ja, dann habe ich für beides zusammen 1 Euro bezahlt. Und zwar sind das Biker Mice vom Mars. Hier könnt ihr sehen, ich bin jetzt keiner, der die Serie großartig kennt. Aber sowas lasse ich dann auch nicht liegen. Ist eine schöne Sache. Auch zum Weitergeben oder weiter abgeben sozusagen. Ja, und für 1 Euro stehen sogar. Super. Kann man nichts sagen. Gut, dann habe ich etwas gefunden, das ist wirklich etwas älter und auch ein Spielzeug. Und zwar, es gibt ja sehr viele, die Toys oder Matchbox-Autos, Gorgi-Toys und Co. verkaufen. Naja, und ich gucke ganz gerne mal, weil ich schon gemerkt habe, manchmal war da ein kleiner Transformer verwandelt zwischen und so, habe ich, aber diesmal nicht. Und dann habe ich geguckt, ich bin ja jetzt nicht ein normaler Autosammler, weil ich bin ja schon Bezug mit Filmen, Serien und ja. Und was finde ich da? Auf dem, ja, das stand da dann richtig. Ein Airwolf. Der ist von 1984 von Ertel rausgebracht worden. Der ist noch im sehr guten Zustand. Das Logo ist auch noch richtig schön zu sehen. Ja, ist aus Metall und Plastik. Ich dachte, es ist neuere Auflage. Nein, die ist von 1984. Und noch richtig toller Zustand. Ist auch mittlerweile kein so ein günstiges Spielzeug mittlerweile. Ich weiß auch gar nicht, ob die, die nochmal rausgekommen sind. Auf jeden Fall, ja, weiß ich, dass das ein schönes Sammlerstück ist. Ja, und als Airwolf-Fan auch, ja, musste der sein. Der hat mich 4 Euro gekostet. 5 wollte man erst. Ich habe 4 bezahlt. Ja, da habe ich dann auch gesagt, den nehme ich mit. Das, weil der richtig gut gelungen aussieht. Und ähnlich war es dann auch, als ich nochmal beim anderen Stand da so ein paar Autos gesehen habe. Da habe ich diesen goldenen Aston Martin gesehen. Das ist ein James Bond Wagen. Das ist auch von, och, das, der ist wirklich richtig alt. Der könnte schon aus den 70ern stammen. Ich muss aufpassen, die Räder, die sind sehr trocken. Man sieht Bruchreifen. Aber selbst der kleine kann eine ganze Menge. Wenn man hinten drauf die Auspuff drückt, wenn man auf den Auspuff drückt, dann springt hier hinten die kugelsichere Scheibe hoch sozusagen. Man kann vorne Ramböcke und Maschinengewehre, ich mach's mal so, ausfahren im Druck. Da sieht man hier, sie rausgekommen. Und was auch cool ist,
Hier ist an der Seite ein Knopf und dann kann ich hier oben das Dach öffnen und das fehlt als einziges der Schleudersitz. Da gab es mal wohl eine Figur, die wurde dann rausgeschleudert. Der James Bond sitzt noch da, natürlich rechts, weil es ist ja ein britischer Wagen. Richtig cool, richtig cool. Und der wollte erst, was wollte er haben? 8 Euro. Das war mir aber für den Zustand, auch wenn er älter ist, er hat Abnutzung und die Reifen. Und ich habe ihn dann auf 3 Euro runtergehandelt. Aber ist richtig cool. Richtig, richtig retro. Und dann lag da noch daneben, da habe ich dann auch nur 3 Euro bezahlt. Er wollte erst 5 haben, ich sage mir jetzt 3 würde ich nicht bezahlen. Er hat dann ja gesagt. Dann habe ich 6 mit den beiden. Und zwar habe ich hier das Supermobil. Das ist aus dem Comic und hatte ich als Kind auch mal. Und wenn man hier hinten am Triebwerk drückt, dann werden vorne Fäuste rausgeschossen. Totaler Quatsch eigentlich, aber es stammt auch aus den 80er Jahren, beziehungsweise von 1979, also richtig alt und retro. Ne, Superman sitzt drin im Cockpit, richtig cool. Und wie gesagt, die gab es für je 3 Euro. Und da hat man noch so richtig schöne kleine Retro-Sammlung sozusagen an Fahrzeugen. Das finde ich richtig klasse. Ja, in dem Sinne war es das auch schon recht an Toys. Dann habe ich noch gefunden, und das werde ich euch im Bild am besten dann gleich einblenden, weil das ist zu klein das in meiner Hand. Ich habe Pins gefunden, Disney-Pins. Und zwar habe ich gefunden einmal Minnie Maus. Ihr seht jetzt alle schon zusammen. Dann richtig schön edel, auch wenn ich nicht weiß, ob die jetzt schon ein bisschen sonnengefärbt sind, aber trotzdem noch ganz gut. Ich habe für die und einen Donald, die Mini und Donald gab es zusammen für 3 Euro. Und dann gab es diesen Dalmatiner, der hat mich 50 Cent gekostet. Der ist schon etwas neuerer, glaube ich, aber auch sehr, sehr schön. Ja. Und Pins schaue ich ganz gerne, aber man findet ja auch nicht immer so welche und manchmal sind die auch nicht teuer, aber es sprechen mich nicht an. Ich gucke so ein bisschen nach Games-Pins oder Disney, was mir gefällt. Ich habe einen Timo Strubi-Pin ja auch mal gefunden. Also richtig klasse. Ja. Und genau deswegen, ich bin jetzt schon so wieder im Gedankengang übergehen. Was zeige ich euch? Ich habe hier richtig große Teile. Das ist Wahnsinn. Deswegen gehe ich gleich weiter, weil es ist im Endeffekt ja auch Toys. Und zwar Lego. Nicht Lego, das ist falsch gesagt. Klemmbausteine haben wir gefunden. Beziehungsweise mein Bruder hatte dann bei einem Stand, der hatte seine Sammlung ausgedüngt. Der hat die Modelle, was ich jetzt hier gleich zeige, sind gebaut gewesen, aber im Originalkarton noch. Ja, mein Bruder hat für diese 4 Kästen 30 Euro bezahlt. Und zwar von der Firma Blue Bricks. Aus, ja, von Star Trek. Einmal hier den Klingonen, Birds of Prey oder Bird of Prey sind wirklich nicht schlecht. Also Blue Bricks hat halt auch so eine Klemmbausteine-Lizenz und machen sehr, sehr ähnliche Sachen wie eben halt auch Lego. Es ist nicht dasselbe, es gibt auch andere Teile, aber sehr viele Ähnlichkeiten sind ja schon durch das Klemmbausteinsystem. Genau, und das hat er dann noch weitere Sets hier. Einmal Deep Space Nine, die Station. Neu kosten die schon ein bisschen mehr. Also somit war mit 30 Euro für die 4 Kästen schon das günstig. So, das nächste ist hier die USS Enterprise NCC 1701A. Ich meine, schick sieht sie auch aus. Ist nicht ganz meins, aber mein Bruder fand sie toll. Also dann soll er sie auch haben. Na, wenn er sie haben möchte. Und das letzte Set. Die D. Die NCC 1701D von Captain Picard. Auch nicht schlecht. Ist recht gut gelungen, ist einfach. Ich, wie gesagt, bin es nicht ganz meins. Aber er fand sie schön. Und dann, ja, haben sie mitgenommen. Und dann zeige ich jetzt noch ein paar Sachen. Ich habe noch ein paar kleinere Sachen, deswegen werde ich jetzt auch gleich ein paar Sachen wieder auf den Boden stellen, weil die hier leider keinen Platz finden. Ich greife jetzt mal eins der Highlights vor. Es ist leider nicht vollständig, es ist ein Brettspiel. Haben wir für 5 Euro. Leider
konnten wir da nicht handeln, weil die Vertretung war nur da. Also der vom Nachbarstand hat das übernommen. Das sind wohl welche, die sich kannten. Und das ist natürlich ein gutes Argument. Also wenn beim nächsten Mal sage ich auch, es ist nicht mein Stand. Ich bin nur die Vertretung und ich kann nur die Preise nehmen, die man mir vorgibt. Ja. Jedenfalls für 5 Euro gab es Donkey Kong, das Brettspiel. Von 1983, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist leider nicht vollständig. Also ihr seht hier, man spielt sozusagen dieses Level nach als Brettspiel. Leider fehlt Donkey Kong und die ganzen Fässer fehlen. Die normalen. Also wenn einer von euch diese Lose hat, gerne mich anschreiben. Vielleicht kriegen wir einen Deal zusammen. Denn wäre schön, wenn ich das irgendwie vervollständigen könnte. Es ist leider nicht vollständig. Aber für den Preis haben wir gedacht, okay, komm, wir nehmen mit. Es ist noch nicht hundertprozentig sauber geworden. Wir haben hier schon ein bisschen sauber gemacht, weil es doch schon viel Dreck auf der Oberfläche ist. Aber da wird noch ein bisschen nachgemacht. So, das packe ich hier vor. Ein bisschen schräg. Auf jeden Fall richtig schön. Richtig schön geworden. Ja, genau. Und dann kam es noch 3 weitere Brettspiele. Die waren für je 5 Euro. Es war einer, der hat viele Brettspiele verkauft, aber auch ein privater. Und da hat mein Bruder dann zugelangt. Und zwar einmal Master of Orion, ein Brettspiel. Das ist übrigens nach dem Computerspiel. Deswegen hat mein Bruder sich auch dafür interessiert. Das ist nach dem Computerspiel Master of Orion ein Brettspiel. Also deswegen auch Computerspielbezug. So, da ich wie gesagt gleich noch ein bisschen mehr dahin lege, packe ich sozusagen die jetzt gleich wieder auf den Boden. Am Ende des Videos gibt es dann nochmal einen Überblick. Dann zeige ich ja nochmal genauere Aufnahmen oder nochmal eine Nahaufnahme vom Cover. Und als nächstes kam Andromeda. Sagt mir jetzt auch nichts, aber mit Figuren und ja, Würfeln und es ist halt so ein bisschen Fantasy-Rollenspiel. Auch nicht schlecht. Und das letzte ist City Skylines, das Brettspiel. Auch nach dem Computerspiel. Hier kann man so ein bisschen die SimCity-Ökologie oder die City Skylines-Systematik. Hier steht ja auch das kooperative Brettspiel zum PC-Spiele-Hit. Ja, kann man wirklich sehen lassen. Ne? Das kann man wirklich so sagen. Da waren wir schon erstaunt und wie gesagt, 5 Euro das Stück. Kosten ja um die 30, 40 Euro neu. Also in dem Sinne kann man wirklich sagen, haben wir einen Schnapper gemacht. Jetzt müssen wir uns nur hinsetzen und die spielen. Also die Zeit finden. Aber wir machen das. Wir machen es wirklich. Ja, sowas wie Donkey Kong, das ist natürlich auch ein bisschen mehr Sammlung, aber konnten wir natürlich jetzt nicht mitspielen. Da fehlt was. Aber, oder man kann es doch spielen, aber man muss als Ersatzteile nehmen. Genau. Und ein kleines Brettspiel habe ich noch gefunden. Da fehlt nur die Anleitung, aber die Anleitung ist wirklich nur ein 0815 DIN A4 Zettel mit Text. Den kann ich auch selbst hübscher machen. Und zwar, und hier ist die Box top. Dafür habe ich bezahlt 1,50 Euro und zwar Gummibärenbande Lotto. Das ist wirklich ein bisschen wie Memory auf eine Art. Man hat so einen Gesamtbogen, also pro Spieler kriegt man einen Zettel mit 6 Motiven und dann wird es wie Memory rausgesucht und wer zuerst diese Motive greift, diese Motivkarten einzeln, der jo, hat gewonnen sozusagen und dann sein Brett voll hat. Also hier Motivkarten dann hier. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, für 1,50 Euro und Gummibärenbande von Disney, das ist schon etwas seltenes zu finden. Schönes Bild. Jo. Wenn nicht das Zoom-Cap, deswegen bin ich gerade so vorsichtig. Ja, gut. Das waren jetzt die Brettspiele. Und weiter geht es jetzt mit ein bisschen Büchern. Nein, noch nicht ganz. Mit Medien geht es auch noch. Ich habe noch CDs und eine Kassette gefunden. Eine Kassette nur. Da muss ich aber die Hülle noch mal ein bisschen besser sauber machen, weil dieses, oder vielleicht geht es auch gar nicht. Aber egal. Eine von der Erstauflage von Die 5 Freunde, das suche ich ja bis, glaube ich, 22 oder 20, nochmal wieder, habe ich ja erwähnt, in der Erstauflage. Das sind dann auch die in diesen schwarzen Hüllen. Und ja, die gab es für 1 Euro. Habe ich dann noch, konnten wir leider nicht handeln, aber 1 Euro ist völlig in Ordnung für die Kassette. Ich mal da hinten hin. Und für 1 Euro gab es jeweils einmal, das habe ich mitgenommen eigentlich, Gag. Ich weiß nicht mal, ob es sich anhört oder ob es sich lohnt, sagen wir mal so rum.
Und zwar Minions, das Hörbuch, gelesen von Olli Rohrbeck, der ja auch Gru spricht in der Serie. Also das habe ich mir gedacht, okay, komm. Oder mein Bruder hat gesagt, komm, nimm doch mit. Für einen Euro kannst du jetzt nicht so viel falsch machen. Und da kann man mal reinlesen. Ja, und das habe ich auch für einen Euro mitgenommen. Eigentlich mehr für Sammler, weil im Endeffekt ist das eine Hitparade. Aber es ist Alfs Super-Hitparade. Ja, und wegen Alf, das findet man auch nicht so häufig. Da habe ich sie gerne mitgenommen. Gut. Also bisher sind so wirklich meine Highlights das Donkey Kong Game, muss ich sagen. Und auch der Airwolf. Also diese Modelle, das ist natürlich echt wow. Genau, dann gab es noch Romane. Mein Bruder hat zwei Romane gefunden. Und zwar einmal von Terry Goodkind, Die Günstlinge der Unterwelt, Das Schwert der Wahrheit, drittes Buch. Ganz schön erwältsam. Und von J.R.R. Tolkien, Die Kinder Huriens. Auch nicht schlecht. Das Buch gab es, glaube ich, für 2 Euro und das auch jeweils 2 Euro. Also da kann man wirklich nichts sagen. Das ist ein schönes Hardcover, ein sehr guter Zustand. Und ja, kann man wirklich nichts sagen. Warm, absolut warm. Gut, und dann gab es doch etwas wieder, was so typisch für meinen Bruder ist, aber es gehört auch in die Sammlung als Sammler. Lustige Taschenbücher. Und zwar fange ich an, bevor ich den ganzen Stapel hier auch zeige, mit dem lustige Taschenbuch Premium, der neue Phantomias in Gefahr Nummer 14, also die Phantomias-Reihe. Da sammeln sich ja die ganzen Phantomias-Geschichten drin, die über die Jahrzehnte in den lustigen Taschenbüchern, den Donald Duck und sonstigen Side-Veröffentlichungen waren. Und dann gibt es von modernen, hier sind jetzt ein paar modernere bis klassisch, eben halt in diesen Bänden vereint. Ist wirklich sehr interessant. Und wenn man gerade Phantomias mag, das ist ja einer der Disney-Superhelden hier in Europa. Ja, kann man auch nichts gegen sagen. So. Und für die Sammlung, damit wir die bald vollständig haben, ist immer noch nicht. Es fehlen aber nur in dem 500er Endbereich uns ein paar Comics vom lustigen Taschenbuch. Haben wir einmal 563 von allen gejagt. Dann haben wir lustige Taschenbuch Nummer 569, Feenlein Fiese Schweif in Aktion. So ein bisschen Stranges Cover, aber richtig cool. Die sind jetzt in Ordnung. Mein Bruder hat etwa 3 Euro das Stück bezahlt. Oder 4. 18 Euro hat er bezahlt für 5 Stück. Also das kann man wirklich sagen, ist okay. Dann hier Nummer 570, Donalds Geheimnis. Da haben wir wieder Phantomias. Hier haben wir, ja, passt eigentlich jetzt gerade super zum Sommer, Nummer 571, hier grill ich. Ja, bei dem Wetter, da grillt man ja gerne. Der geheimnisvolle Tempel ist Nummer 572. Genau. Und, ja, wo wir bei Comics sind, dann kommen wir noch zu einem Comic, was ich so in der Grabbel Kiste, kann man so sagen, gefunden habe. Da habe ich ein paar Fix und Foxy Taschenbücher gefunden. Ich bin jetzt kein Fix und Foxy Leser, aber man schaut ja trotzdem und ich sah, dass ein paar ältere Sachen sind. Von, ich glaube, vom Mad Magazin waren da auch ein paar Bände. Und plötzlich sehe ich dazwischen Nummer 15 von Captain Future. Das Taschenbuch. Richtig toll. Sowas habe ich, finde ich, habe ich am Flohmarkt noch nie gefunden. Ich würde es gerne häufiger finden, aber leider nicht der Fall. Einziger Punkt dabei, es fehlt eine Seite hier vorne. Ich will vorsichtig sein, nicht so sehr aufmachen. Hier fehlt leider Seite 3 und 4. Das ist, also fängt ihr hier direkt an mit Seite 1 und denke ich mal, vielleicht fehlt auch 2 Seiten. Also zwei Seiten fehlen auf jeden Fall vom Comic selbst. Vielleicht gab es noch 2 Titelseiten, das weiß ich jetzt nicht. Ja, gab es aber für 50 Cent und da lasse ich auch ein halb kaputtes nicht liegen. Denn selbst wenn ich mir das Comic so einrahmen würde, das lohnt sich. Und das finde ich auch wunderbar. So ein altes Captain Future, das findet man wirklich so gut wie nie. Und oder wenn, sehr selten. Also das ist schon so. Und das ist ja aus den 80er Jahren. Das ist wirklich so von zwischen 80 und 82 erschienen. Also wirklich sehr alt. Also fast 40 Jahre. Wahnsinn. Genau.
Dann haben wir ein paar Filme gefunden. Das waren jetzt wirklich nicht viele. Ich fange mit den Blu-rays an. Da gab es für 4 Euro, doch ja, für 4 Euro, wir haben nicht weiter gehandelt, diese Dreier Blu-ray-Box von König der Löwen. Das ist eigentlich im Endeffekt in einem normalen, schönen Pappschuber. Das ist wirklich schön. Es ist König der Löwen 1. König der Löwen Simbas Königreich, also König der Löwen 2. Das sind ja die direkt on DVD oder Video produzierten Geschichten. König der Löwen 3, Hakuna Matata. Ja, und da wir den auch nicht auf Blu-ray hatten, den ersten, wenn wir ihn haben, wird er ausgetauscht, weil im Endeffekt die anderen Teile sind ja nicht so oft zu finden. Und so haben wir jetzt alle komplett. Das Einzige, was ich gerne nochmal hätte, wäre Mulan als Komplettedition auf Blu-ray. Aber vom Zeit kommt Rat. Dann findet sich das so. Mein Getränk will ich nicht komplett einbauen. Man braucht schon Saft bei dem Wetter. Das ist Vitamine und Naschen. So, dann gab es noch 2 Filme. Ich glaube, für je 2 Euro zu Blu-ray. Da fehlt uns noch. Und zwar hier einmal Jumper mit Hayden Christensen. Auch ein ganz unterhaltsamer Film. Dann mit Ryan Reynolds und Jason Bateman. Wie ausgewechselt. Eine Komödie. Und ja, dann haben wir noch ein paar Filmchen gefunden von, ja, auf DVD, aber von Jackie Chan. Also von dem, was ich mit meinem Bruder gerade in letzter Zeit viel gucke. Wir gucken, holen viele alte Jackie Chan Filme nach und haben gemerkt, viele kennen wir nicht. Und ja, die gab es jetzt hier für je 1 Euro. Ne? Ich glaube, im Endeffekt 4 Euro, 3 Stück war das. Und zwar haben wir einmal Jackie Chan Fantasy Mission Force, kenne ich jetzt gar nicht. Dann haben wir hier Jackie Chan Stadt der Gewalt Uncut, 2er DVD-Set, was auch immer das ist, mit Bonusmaterial. Keine Ahnung, ich kenne den Film nicht. Der könnte aber auch ein bisschen älter sein. Ja, ein bisschen neuer sein. Ich gucke gerade, von 2009. Naja, gut, okay, ist auch nicht mehr der jüngste. Also der ist auch schon ein paar Jahre alt. Und hier auch, produziert von Jackie Chan, mit Jackie Chan, freche Jungs. Ich weiß überhaupt nicht, was da ist, kann dazu gar nichts sagen, aber haben wir nicht in der Sammlung, muss in die Sammlung. Naja, muss es halt, ist gut gesagt, aber ja, warum nicht? Ja, das macht ja auch Spaß, das irgendwie da zu haben. Dann haben wir ein paar Computerspiele endlich gefunden und das wollte ich auch wissen, ne? Dass wir die Computerspiele hier haben. Und zwar, ich gucke jetzt gerade, keine Ahnung, ich fange mit dem Kleinkram an, versuche das auch ungefähr zu halten, die Preise, das war nicht ganz, weil wir haben einiges gebundelt, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, welches zusammen war. Und zwar einmal haben wir hier, das steht hinten 20 Euro drauf, aber mein Bruder hat da jetzt keine 20 Euro, ich glaube so knapp 15 bezahlt, hat schon weggehandelt, ist Wario-Land für den Gameboy mit Handbuch. Hier ganz schön mit Box, ist auch sehr guter Zustand, bis auf hier oben eine kleine Knickeleiste, aber wenn wir da eine Hülle rumpacken, merkt das keiner mehr. Und zwar hier für den Game Boy Advance Tomb Raider, also Lara Croft Tomb Raider, The Prophecy. Richtig schöner Zustand. Und dafür haben wir, also sollte es auch 20 kosten, ich glaube, wir haben ja 17 oder so bezahlt. Also wir haben gesagt, das haben wir noch nicht in der Sammlung und dann kann man das gerne machen. Gut. Und jetzt kommen weitere Spiele und ich sortiere die jetzt nochmal kurz. Ich habe die jetzt so durcheinander hier stehen gehabt. Also gut, fange ich an. Das hat, glaube ich, auch 18 gekostet. Captain Toads Treasure Tracker für die Switch. Dann haben wir... ich überlege gerade, mit was das zusammen war. Das, glaube ich, war mit Mario Galaxy zusammen. Da wollte man 25, glaube ich, haben. Also haben wir bezahlt. Ich wollte mal, glaube, wir wollten 30 haben, haben wir 25 runtergegangen. Da war noch der eine Jackie Chan dabei für 1 Euro. Also in dem Sinne war da was einmal für die Wii U Donkey Country Tropical Freeze. Was fehlte meinem Bruder noch? Dann etwas, was wir in der Sammlung haben, aber es ist von meiner Schwester. Schöne Grüße, Schwesterchen. Für dich haben wir besorgt Super Mario Galaxy. Im Endeffekt, wenn ich das hier zeige, weißt du es schon, weil wir dich auch per WhatsApp schnell angeschrieben haben und du warst schon begeistert. Da ist auch alles dabei, ist in Top-Zustand.
Wir wollten auch den zweiten Teil bei einem Händler oder bei einem Privatmann mitnehmen. Das hätte nicht viel gekostet, da war aber dummerweise der erste Teil nur drin. Ja, aber da hatten wir den schon gekauft und im Endeffekt haben wir das jetzt ganz gut gemacht. Das ist ja 25 Euro für beides. Das klingt immer so viel, ist aber nicht. Das ist wirklich ja, günstig, kann man fast sagen. Genau. So, dann gab es noch zwei Spiele. Jetzt muss ich aber auch raten, das haben wohl, glaube ich, je 6 gekostet. Nee, der eine 10, das andere 6, genau. Haben wir zusammen da, wo auch das Tomb Raider war, das ist gebundelt gewesen. Deswegen muss ich gucken, ich weiß nicht mehr genau. Wir haben den natürlich runtergehandelt. Hier habe ich einmal für die Xbox, das sollte 6 kosten. Wir haben weniger bezahlt, ich glaube, wir haben 4 bezahlt. Dann Barbarian. Haben wir noch nicht gehabt, das ist jetzt der Klassiker, neu interpretiert in 3D. Ich kenne es ja von C64, aber wir hatten es noch nicht und warum dann nicht mitnehmen. Und hier mitgenommen ein Spiel, was mein Bruder auf einer anderen Konsole schon hatte, aber hier noch nicht. Und da hat, glaube ich, 12, glaube ich, stand drauf und hat, glaube ich, nur 8 bezahlt. Und zwar das Enclave Shadows of Twilight für die Wii. So, vierte noch. So. Und jetzt habe ich hier noch zwei PlayStation 4 Spiele, die wir mitgenommen haben. Da haben wir bezahlt auf 18. 18 haben wir wohl bezahlt. Eigentlich das eine ist ein Upgrade und zwar von Rhythm 3 Titan Lords Enhanced Edition. Und im Endeffekt ist das jetzt auch ein indirektes Upgrade, denn ich hatte nur eine Promo davon und zwar von Wolfenstein The New Order. Ja, das ist doch schon eine beeindruckende Menge. Und etwas, was ich natürlich nicht wusste, beziehungsweise ich wollte es holen, ich war noch an, also heute ist Sonntag und ich war gestern am Samstag auch noch auf einem ganz kleinen Flohmarkt und da habe ich auch noch ein bisschen was gefunden. Das habe ich nur jetzt im Wohnzimmer gelassen, das heißt, ich hole das schnell. So, jetzt habe ich den Teil geholt, den ich gestern auf einem ganz kleinen Flohmarkt. Der war sogar bei mir in der Nähe, also ich bin da zu Fuß hingegangen, so etwa 10 Viertelstunde ein Weg. Und das war mir so ein, ja, ein kleiner Kinderflohmarkt. Dadurch ist natürlich auch sehr moderner Zeug da. Man findet jetzt nicht wirklich viel Retro-Stuff. Kann natürlich auch, weil die Eltern ja auch ein bisschen aussortieren. Waren nur so 10 Stände, war auf einer Wiese. Das ist so ein kleiner Stadtbereichsflohmarkt gewesen. Das ist einmal im Jahr auch. Ja, und ich war sogar viel zu spät dran. Ich bin erst um 12 da gewesen, ab 10 ging er los. Ich habe ihn völlig vergessen gehabt und dachte ich auch, komm, dann gehst du nochmal doch schnell hin. Ist ja nur ein bisschen zu Fuß, ein bisschen kleiner Fußweg. Und ja, das waren wie gesagt so 10 kleine Stände. Ein bisschen normaler Jugendkram eigentlich, so aktueller Kram halt. Aber man findet ein bisschen was. Diesmal habe ich leider kein 3-Fragezeichen-Buch entdeckt oder so. Das wäre schön gewesen, weil das ist so ein bisschen was Aktuelles, was ich suche. Das habe ich heute leider auch auf dem großen Flohmarkt, wo wir waren, nicht gefunden. Aber gut, jetzt rede ich schon wieder. Was habe ich so da mitgenommen? Ich habe einmal mitgenommen von so einer Decke, die da ausgebreitet war, wo einfach zum Verschenken stand. Und da gucke ich natürlich auch, waren eine Menge Bücher da, so ein paar CDs, aber jetzt nichts, was ich jetzt sammle oder auch was jemand sammelt, den ich kenne. Ich habe nur mitgenommen, weil ich finde, das ist ein netter Tauschstuff. Ist eine kleine Federtasche von The Force Awakens, Star Wars. Ist jetzt nichts drin, also es ist wirklich eine leere Federtasche. Aber für umsonst habe ich mir gedacht, nehme ich das so gerne mit. Ich habe auch noch mal ein Spiel mitgenommen, aber im Endeffekt habe ich gedacht, also ich habe das Spiel schon, das ist so ein ganz kleines dieses Kartenspiel, Wizard, so ein bisschen Uno-Style, so nach Punkten, so ein bisschen austricksen, so ein bisschen raten. Das haben wir eigentlich auch schon in der Sammlung. Ich hatte erst gedacht, dass es sein kann, dass wenn man das zweimal, dass man noch ein bisschen vergrößert spielen kann mit 2-4 Spielern oder so. Nee, das ist nicht so der Fall. Ich war auf gut Glück mitgenommen worden, für 2 Euro, wie gesagt. Lag auch daran, ich habe mit dem Händler viel gequatscht, wir haben es gut verstanden und habe ich gedacht, oh komm, 2 Euro kannst du investieren. Insgesamt habe ich 7 Euro investiert bei dem Flohmarkt. Also, macht man nicht viel falsch. Im Endeffekt war ich auch nur an 2 Ständen. An dem einen Stand, also dem, wo ich an 2 Ständen, wo ich was gekauft habe. An dem habe ich 2 Euro ausgegeben. Und das, was ihr jetzt alles zusammen seht, was auch nicht alles bei mir bleibt, weil ich ein paar Sachen habe, aber ich habe es gebundelt. Das waren 5 Euro dann zusammen.
sind auch genau 5 Teile. Ja, noch 1, 2, 3, 4, 5. Ja, waren 1 Euro das Stück. Ich habe es von 8 Euro dann runtergehandelt, weil es lohnte sich sonst nicht. Es sind ja alle 1 Euro das Stück, dann dieses, naja, egal. Ihr kennt das ja auch, manchmal die handeln höher plötzlich, als wenn man es einzeln anfragt, einem gesagt wird. Na egal, auf jeden Fall habe ich mitgenommen 2 kleine Bücher. Und zwar einmal, das fand ich auch ganz witzig, das Mini-Buch Otto oder Ottos Mini-Buch, auch ganz witzig. Von Otto Walkes, ist auch noch in D-Mark-Zeiten rausgekommen. Das müsste so, na, jetzt gucke ich mal rein. Das Datum aus dem Heine Verlag, das ist die 8. Auflage. 1990 ist das rausgekommen, das ist auch schon 30 Jahre alt. Und auch mitgenommen, und das fand ich eher geckig, ist jetzt leider, sind da keine Texte von dem Autor selbst drin, sondern es sind irgendwie Kommentare von Künstlern oder anderen Autoren, wie sie, was sie zu Herr der Ringe sagen. Und zwar ist es so das kleine Tolkien-Buch. Und da sind viele schöne Artworks drin, richtig schön gebunden. Und das fand ich witzig. Ist eigentlich mehr so ein kleines Regalstück, so ein bisschen Deko. Aber in dem Sinne, das gab es dann auch. Und ja, dann gab es eben halt, ich dachte ja, alles 1 Euro. Habe ich mitgenommen, habe ich auch schon, aber es ist halt eine sehr, sehr schöne Edition. Und ich habe sowieso Soundtracks zum Abgeben. Und das ist jetzt hier der Soundtrack zu First Contact, der erste Kontakt von Jerry Goldsmith komponiert. Richtig cool, die Musik ist großartig, also richtig klasse, kann ich auch nur empfehlen. Sogar noch ein Enhanced-Teil drin. Die Firma Six bringt die auch gar nicht mehr raus, das heißt, das Ding ist auch out of print. Die deutsche Fassung, weil hier steht noch First Contact, der erste Kontakt. Ja, und für 1 Euro im Endeffekt kann man das gerne mitnehmen. Das ist im Endeffekt auch Tauschware, beziehungsweise ich gebe es auch weitergeben. Dabei, ich habe es dann im Wandel gemacht, weil ich dachte, es ist dann auch günstiger, aber noch 2 Computerspiele. Und zwar einmal das gab es wohl ja auch in der Big Box, aber es ist nur die CD von Pool of Radiance, Ruins of Mystdrador von Forgotten Realms. CD. Auch richtig schön. Findet man auch nicht so oft und deswegen habe ich es mitgenommen. Und ähnlich ist es jetzt hier, das hatte sie noch, die Person noch im Hintergrund liegen, weil sie jetzt nicht alles auf den Tisch gelegt hatte an Computerspielen. Und zwar ist es hier mehr so ein kleines Rätsel-Aufbauspiel von Jules Verne Collection, die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel 2 von Mike Reutz. Das sind auch die Macher von Siberia. Ihr sehen, das sind ein paar Bilder. Noch ein sehr schöner Zustand, habe ich noch nicht gehabt und wie gesagt, gab es jetzt in dem Sinne alles für 1 Euro. Da konnte ich dann auch nichts sagen. Naja, egal. Jetzt kann ich auch nichts mehr sagen, denn ich bin durch. Der Flohmarkt heute ist abgeschlossen. Ich mache gleich nochmal schöne Aufnahmen, dass ihr so ein bisschen so einen Überblick erhaltet. Wenn ihr nochmal ein bisschen Details sehen wollt, hier und da poste ich so ein paar Sachen bei meiner Instagram-Seite. Auch ein Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, kommentiert. Ich freue mich über eure Kommentare. Sprecht mit mir. Was fandet ihr klasse? Was ist euer Highlight gewesen? Habt ihr vielleicht ein paar Satzteile für mich? Für meinen Donkey Kong? Sprecht mich gerne an. Schreibt mich an. Das werden wir uns sicherlich, wie soll ich sagen? Da werden wir sicherlich uns einig. Genau. Ansonsten, liken, teilen, abonnieren. Ich sag's mal einfach so. Glocke anklicken für die nächsten Videos. Und ja, das war's. Mir fällt mir jetzt nicht ein. Die Sonne ist noch toll. Ich werde mir jetzt gleich nochmal auf den Balkon setzen. Aber mit Käppi, sonst kriege ich noch mehr Sonnenbrand auf den Kopf. Und ja, genieße den Rest Sonntag. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.